Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Nicht der Weisheit Letzter Schluss. Ja, und ähm, dieses Mal in einer Kilux, also einer Kilo Open Source und Linux Tage Sonderedition. Und je nachdem, wann ihr das Ganze guckt, vielleicht live während unserer Linux Tage, noch viel Spaß bei den anderen Vorträgen, die es auch noch gibt. Oder wenn ihr nochmal Interesse habt zu gucken, was es sonst noch gibt, schaut gerne mal in der Konserve vorbei, wo es das Ganze bei YouTube und bei Peertube gibt. Also guckt da mal vorbei. Aber jetzt geht es natürlich um was anderes. Das war jetzt der Werbeblock am Anfang. Dieses Mal geht es um die Generierung von Bildern über KI-Algorithmen, also künstliche Intelligenz, wenn man es so nennen möchte. Der Kurzform halber mache ich das hier mal, auch wenn es mit Intelligenz eigentlich wenig zu tun hat. Also es geht dieses Mal darum, wie ihr selbst solche Bilder, wie ihr da links äh, so generieren könnt und das Ganze auch auf eurem eigenen Rechner, wenn ihr... Ja, so Minimalvoraussetzungen erfüllt. Also eine halbwegs ordentliche Grafikkarte sollte drin sein, damit es nicht ewig dauert, sowas zu generieren. Aber ihr könnt das Ganze zu Hause machen. Bevor es jetzt losgeht mit aktuelleren Sachen, erstmal so eine kleine Zeitreise. Früher, wobei früher jetzt ja nun nicht so wirklich früher ist. Denn ähm, 2015 bis 2017, da können sich vielleicht äh, noch ein paar von euch dran erinnern. Da gab es schon diese Grund... Lagen dafür. Also es gab freie Netze. Das könnt ihr immer noch runterladen unter dem GitHub-Projekt. Einfach mal mit rumspielen. Und damals war möglich, 32 mal 32 Pixel Bilder zu generieren, aber bloß zu einem Thema. Also ich habe da gefunden, es gibt ein Netzwerk nur für Katzen und eins nur für Menschen. Da kommen dann Bilder raus, die sind aus heutiger Sicht natürlich irgendwie... Ja, natürlich total lächerlich. Die Technik hat sich sehr schnell weiterentwickelt, aber für damalige Verhältnisse war das schon durchaus interessant, dass sowas möglich war und das auch auf eigener Hardware und nicht irgendwo im Rechenzentrum auf riesigen Maschinen lief. Jetzt ein kleiner Sprung zu dem, was heutzutage möglich ist und eben auch bei euch zu Hause möglich ist. Diese Text zu Bildgeneratoren, die generieren aus Textbeschreibungen, die ihr in englischer Sprache eingibt, Bilder. Und ähm, je nachdem, wie das Modell, also dieses KNN, also dieses künstliche neuronale Netzwerkmodell dahinter ist, können die Bilder sehr gut aussehen. Es gibt ähm, Netze, die für einige spezielle Zwecke optimiert sind. Also die haben sehr viele Trainingsdaten gekriegt von zum Beispiel hier Mikroskopbilder. Also das war irgendwie sowas, was mir aufgefallen ist, was so ein bisschen von den anderen eher allgemeinen Netzen abweicht. Und wenn man jetzt ein ähm, bisschen Zeit investiert, vielleicht einen guten äh, Prompt, also diese Texteingaben, die man dort macht, diese Beschreibung von dem, was man sehen möchte, heißen Prompts, macht, dann kriegt man vielleicht hier so einen. Doch relativ fotorealistisches Bild äh, raus, was natürlich nicht der Wirklichkeit entspricht. Also diese Haarpracht hat der Elon Musk, glaube ich, niemals gehabt. Also das ist jetzt so eins von diesen Fake-Bildern, was da rausfällt. Diese künstlichen neuronalen Netzwerkmodelle zum Generieren von Bildern müssen ja mit irgendwas trainiert werden. Üblicherweise werden dafür Bilder aus dem Internet genommen. Es gibt ähm, ja Bildersammlungen, die relativ frei sind, die man so verwenden kann. Und mein letzter Stand dazu ist, dass man quasi alle Datenbilder verwenden kann, solange es nicht irgendwie so eine Art Stoppschild davor gibt, dass diese Daten nicht verwendet werden dürften. Ich meine, das ist der letzte Stand der äh, Gesetzgebung bei uns in Deutschland. Von daher sind wir da relativ frei, womit wir diese Netze trainieren können. Man darf allerdings wohl nicht die Bilder länger aufheben zum Trainieren, sondern bloß während der Trainingsphase äh, verwenden und hinterher quasi wieder wegschmeißen. Da diese Modelle mit öffentlich zugänglichen Bildern oder sagen wir mal meist äh, öffentlich zugänglichen Bildern trainiert werden und auch dazu gehörige Bildbeschreibungen existieren, kann dieses Modell auf spezielle... Ähm, ja, quasi Eigenschaften, Bildkompositionen trainiert werden. Also letztendlich das, was so ein Kunstschüler machen würde, da guckt sich halt Bilder an von alten Meistern. Ähm, sagen wir mal Dürer, Rembrandt oder so, guckt sich denn an, wie, wie baut man so eine Szene auf? Wie sieht so ein Mensch aus? Ähm, wie, wie stellt man das insgesamt zusammen, dass so ein stimmiger Eindruck entsteht? Also so ähnlich funktionieren diese Modelle auch. Also die. Ähm, holen sich quasi so einzelne Features aus vorhandenen Bildern raus und wenn in der beschreibung dazu denn drin steht das ist ein bild von äh, meinem hund am strand dann wird in diesem modell quasi abgelegt aha diese komposition ist hund und strand aber das Modell äh, weiß erstmal natürlich nicht, was ist jetzt ein Hund, was ist ein Strand. Aber wenn es jetzt noch andere Bilder gibt, wo jetzt dieser Begriff Hund da vorkommt, ein Bild von meinem Hund in den Bergen, äh, mit meinem Hund am, äh, keine Ahnung, äh, Aufwanderung in, in den Dünen, ich weiß es nicht, irgendwas, äh, dann kann dieses Modell sich langsam darauf einstellen und äh, irgendwie so diese Eigenschaft Hund... Äh, immer klarer fassen, sodass man denn den Hund als solches auch in anderen Bildkompositionen generieren lassen kann. Und damit das Ganze wirklich funktioniert, müssen die Bilder mit einer halbwegs brauchbaren Beschreibung zusammenfallen, damit dieses Modell was in der Trainingsphase darauf lernen kann. Gut, das war jetzt erstmal so eine kurze Zusammenfassung, wie das funktioniert. Mathematisch und sonst irgendwas ist das natürlich viel komplizierter, aber darum soll es ja auch nicht gehen. Bei diesen Prompts, diesen äh, Textbeschreibungen, könnt ihr sowohl positive äh, Beschreibungen vorgeben, also das möchte ich gerne in meinem Bild drin haben. Das sind äh, so Stichworte, die dann äh, auch vorkommen in Beschreibungen, also so wie Foto, also immer auf Englisch, also hier mit pH und so. Dann ähm, so Sachen, die äh, ja eigentlich bloß Stichworte sind, die man aber so nicht generieren kann. Also sowas wie Hyper Realistic äh, 8. Also eine 8K-Auflösung ähm, bei einem generierten Bild, das werdet ihr mit eurer Hardware nicht hinkriegen. Ähm, ja, ich glaube, man kann sowas kaufen für relativ viel Geld, aber das können sich die meisten halt nicht leisten, sowas zu machen. Also, das ist so ein Stichwort, das kann man dazu packen, um dem Netz zu sagen, ich möchte jetzt ein total tolles Bild haben. Und wenn in den Trainingsbildern, in den Beschreibungen oft dieses Stichwort vorkommt, Vielleicht auch bloß 8K oder Ultra Detailed, Ultra Realistic und sowas alles, dann ähm, werden, also dann versucht dieses Netz halt ähm, Bildkompositionen zusammenzustellen, die irgendwie besonders realistisch sind, besonders viele Details enthält, wo jemand, der mal ein Foto gemacht hat, das dazu geschrieben hat, ich habe jetzt ein total ultra realistisches Bild von meinem Hund am Strand gemacht. Also es wird so wahrscheinlich drin stehen, aber damit kann man das Ganze in eine Richtung bringen. Neben diesen positiven Prompts kann man auch negative Prompts eingeben. Damit kann man versuchen, Dinge rauszufiltern, die man eigentlich nicht haben möchte. Problematisch sind immer noch... Ja, Hände, also die Anzahl von Fingern liegt üblicherweise über 5, also so 5,5 bis 6 äh, ist irgendwie so die übliche Anzahl bei den generierten Händen dabei und mit Stichworten wie disfigured, also irgendwie ähm, verformt, ugly, ähm, seltsam, bad, blöd, äh, mistig oder so, äh, zwei Köpfe, two heads, da kann man versuchen, dem Netzwerk zu sagen, ich möchte jetzt diese Sachen alle nicht haben. Aber ich weiß nicht, wie viele Bilder eine Beschreibung davon haben, wo denn drin steht, ja, das ist ein Bild von meinem Hund am Strand mit äh, zwei Köpfen. Also ich glaube eher nicht. Von daher funktionieren diese negativen Prompts nicht so wirklich gut. Ähm, als äh, normaler äh, Workflow gibt man so, so ein so einen Haufen Dinger trotzdem mit an und hofft, dass da dann irgendwie was besseres bei rauskommt. Aber ob das klappt, ähm, ja, es kommt immer drauf an, kann sein oder eben auch nicht, probiert es aus. Die Netze, die ihr verwenden werdet, die sind schon quasi vorgerechnet, da haben ähm, Leute entweder richtig viel Hardware zu Hause, das dürften die we wenigsten sein, die sowas sich leisten können. Oder die haben irgendwo in einem Rechenzentrum sich Zeit gemietet auf richtig krasse Hardware. Normalerweise extra ähm, Beschleunigerkarten, die gibt es da, die gibt es von Nvidia und äh, ich glaube AMD gibt es da auch welche, wo man dieses Training äh, sehr beschleunigen kann. Und die haben auch sehr viel... Äh, ja, Grafikspe ja, also irgendwie schon Grafikspeicher, auch wenn es ja keine richtigen Grafikkarten sind, um das Ganze doch da reinzuladen und äh, überhaupt trainieren zu können. Also das könnt ihr auf handelsübliche Hardware quasi nicht machen. Von daher werdet ihr eher vorhandene Modelle nehmen, könnt ihr aber so ein bisschen anpassen. Dafür gibt es ähm, eine Möglichkeit oder quasi zwei Möglichkeiten, da komme ich nachher auch nochmal mit dazu. Das eine heißt... Hypernetwork und das andere ist ähm, Text Textual Inversion heißt es, glaube ich. Damit kann man mit wenigen einzelnen Bildern von einem, ja vielleicht von einem Gegenstand oder von einem Menschen ein kleineres Netz bauen, was auf die, exakt diesen einen Gegenstand, Objekt oder sonst was trainiert ist und das denn quasi überblenden, also dieses vorhandene Modell, da wird das denn äh, live angepasst, also mit äh, da reingeblendet, so dass sich dieses eine Objekt äh, besser darstellen lässt. Das ist was, was ich nachher auch noch mal zeigen werde. Ähm, ja, gut, also auf äh, im kleineren Maßstab kann ich das bei mir auf meiner Grafikkarte machen. Aber ja, wenn man das jetzt richtig machen wollte, bräuchte man natürlich eine bessere Grafikkarte. Also, das lässt sich schon machen. Eine andere Variante, die relativ schnell funktioniert, ihr könnt einfach vorhandene Modelle, da gibt es sehr, sehr viele von, also jetzt mal grob geschätzt über 1000 Stück, die man auch kostenlos runterladen und nutzen kann und man kann diese Dinge miteinander kombinieren. Also ich kann aus zwei Netzen eins zusammenbauen lassen, dann werden aus beiden Netzen... Äh, Elemente übernommen, also wird mehr oder weniger so ein Zwischenwert aus beiden genommen und je nachdem, was man da kombiniert, kann ein sehr gutes neues Netz daraus entstehen, was mehr kann als die beiden Einzelteile vielleicht vorher. Also das funktioniert entweder mit zwei Netzen, die man reingibt, da kriegt man eins raus, oder man kann auch sogar drei Eingabenetze miteinander kombinieren. Das geht sehr schnell, also das kommt Quasi bloß darauf an, wie schnell eure Festplatte ist oder eure SSD. Da werden einfach bloß die Daten genommen. Äh, wahrscheinlich wird da sowas gemacht wie so ein Mittelwert aus diesen Zahlen. Also letztendlich sind es ja alles Zahlen, was da drin ist. Äh, so ein Mittelwert genommen und wird dann wieder geschrieben auf die Platte oder die SSD. Das geht relativ schnell im Gegensatz zu dem Trainieren von so einem kleinen Netz. Das dauert ja relativ. Ah, das ist relativ. Also sagen wir mal, mit einer Stunde oder so ist man dabei. Aber man kann weitere Iterationen reinstecken, dann wird es immer ein bisschen besser. Also man kann das tagelang laufen lassen und hat hinterher vielleicht was Besseres. Oder wenn man Glück hat, ist man schon nach einer halben Stunde damit durch. Da ist sehr viel Zufall im Spiel. Also länger laufen lassen muss nicht immer bedeuten, dass man ein besseres Ergebnis kriegt. Aber die Wahrscheinlichkeit erhöht sich quasi, dass man immer was Besseres kriegt. Ist so wie Lotto spielen. Einmal Lottoschein ausgefüllt und äh, sofort gewonnen. Und andere machen das seit 30 Jahren und haben nie was gewonnen. Also so ungefähr läuft das da auch. Dann ähm, noch eine grobe Richtlinie, wie das Ganze funktioniert, damit ihr nicht sofort enttäuscht seid. Also ich habe hier meine 105 und 2 Regel. Ich lasse... 100 Bilder generieren über so ein neuronales Netzwerk. Davon sind gefühlt so ungefähr fünf ganz okay, sind nicht, ja, also sind nicht so super. Aber von äh, diesen fünf sind zwei wirklich, äh, ja, wirklich gut. Also wie hier dieses Bild da mit dem Elon Musk in voller Haarpracht. Diese neuronalen Netzwerke, die liefern wirklich zu jeder Eingabe eine Ausgabe. Das kann totaler Mist sein, es kann was Gutes dabei rauskommen, aber die werden niemals sagen: "Nee, dazu weiß ich jetzt nichts, dazu mache ich kein Bild." Das kann man jetzt mal ausprobieren. Das habe ich zwar schon in einem anderen Video gebracht, das hier, aber ich finde es immer noch so gut, darum mache ich das hier nochmal. Jetzt könnt ihr mal raten. Es geht um fiktive Filmszenen. Ich möchte gerne wissen, aus welchen zwei Filmen könnten diese Aufnahmen stammen, wenn es diese Filme so gegeben hätte? Ich ziehe jetzt sonst mal runter, äh, von fünf äh, runter und dann könnt ihr mal kurz überlegen, was das so ist. Und dann gibt es die Auflösung, was ich eingegeben habe und ähm, ja, was das Netz daraus generiert hat, das seht ihr. Also fünf. 4, 3, 2, 1. So, also links würde ich sagen, ist ziemlich eindeutig. Das ist Indiana Jones in einem bis jetzt unveröffentlichten Werk aus seiner ja doch frühen Schaffensphase. Da war Harrison Ford noch deutlich jünger, obwohl es gibt ja den neuen Indiana Jones-Film, wo sehr viel am Anfang mit KI gearbeitet wurde, um ihn deutlich zu verjüngen, sodass er. Quasi wieder so aussieht, wie in den ersten Teilen. Dann ähm, rechts dieser, ähm, ja doch, ich würde sagen, doch wieder zu erkennende Charakter. Äh, der vom Gesicht her nicht so, unbe also das Gesicht stimmt nicht, aber von der Haltung her und von dem, was er trägt, könnte das durchaus hinkommen. Das ist also Columbo, also keine Ahnung, ob er noch so bekannt ist, aber... Eine, eine Serie, die äh, mit sehr großem Erfolg auf jeden Fall lief. Das würde ich sagen, war noch relativ einfach. Jetzt erhöhe ich mal den Schwierigkeitsgrad. Ich habe nämlich noch was vorbereitet. Da haben wir auch wieder zwei, ähm, ja, quasi wieder Filmszenen. Jedenfalls habe ich dem Netz das gesagt. Mach mir äh, Filmszenen für und für. Was ist denn das links? Kleiner Tipp, links, das ist äh, ein Klassiker theoretisch. Und äh, ich ziehe mal wieder runter, könnt ihr kurz mal überlegen. Also 5, 4, 3, 2, 1. Man mag es kaum glauben, aber auf der linken Seite, das ist Raumpatrouille Orion. Also ein Klassiker der Filmgeschichte, der Science-Fiction-Geschichte. Eigentlich ist es immer schwarz-weiß. Und an der Stelle kann man merken, dass dieses Netz da überhaupt keine Ahnung hatte, worum es ging. Also, irgendwas mit Raumschiffen anscheinend und der Rest ist einfach irgendwie wild zusammengestellt. Mit, ähm, ja, irgendwas brennt da, da ist irgendwie so Sonne. Ja, was ist denn das? Eine Sonne vielleicht, die ähm, kurz vorm Kollaps steht. Irgendwie sowas. Ja, oben explodierendes Raumschiff, ein bisschen Gewitter, ein bisschen Himmel und sowas. Das hat natürlich überhaupt nichts mit dem Ursprünglichen äh, zu tun, was ich haben wollte. Also das Netz kennt es nicht, aber es generiert halt trotzdem irgendwas. Und auf der rechten Seite haben wir den, ähm, ja, also den, ähm, vielleicht ist es ein, ein Bollywood-Klassiker, äh, den ich nicht kenne. Also, das ist äh, BOH1A -E w und so weiter. Also man kann da irgendwas eingeben und es kommt immer irgendwas bei raus. Insgesamt sieht es ja nicht irgendwie kaputt aus. Also äh, auf der linken Seite kann man natürlich, äh, also dieses Raumschiff, was da abgestürzt ist, das ist irgendwie komisch, aber bei Science Fiction ist sehr viel möglich. Von daher, vielleicht meinte irgendein Regisseur oder Designer, dass man exakt das so, so machen sollte. Keine Ahnung. Und auf der rechten Seite, naja, gut. Ähm, Sieht ein bisschen komisch aus, aber so, so einzelne Teile davon könnte ich mir durchaus vorstellen, dass es das vielleicht ein Filmplakat war. Oder, oder ist. Also von daher, ist, es kommt immer irgendwas bei raus. Und wenn wir jetzt anfangen würden, Finger zu zählen, würden wir wahrscheinlich irgendwie sehen, naja, das stimmt nicht so ganz. Aber ähm, worauf ich hinaus wollte, es gibt immer eine Ausgabe, egal was man äh, eingibt. Ich hatte mich auch gefragt, wie diese Bilder überhaupt entstehen. Ich dachte jetzt, dass. Bilder immer weiter im Detail verfeinert werden. Denn dieser Generierungsprozess läuft in mehreren Schritten, also mehreren Iterationen. Und da dachte ich, dass in jedem Schritt vielleicht mal ein Detail dazukommt, dass bei so einer Szene wie mit äh, hier in diesem Wald, diese, diese Hütte im Wald, vielleicht mein Blatt dazukommt oder irgendwie so ein Grasheim ein bisschen besser ausgearbeitet wird. Also wirklich Detailarbeit geschieht. Aber das ist gar nicht so. Darum habe ich jetzt so eine Serie mit Einzelbildern gemacht, mit verschiedenen Schritten. Also das hier ist nach fünf Schritten entstanden. Und ähm, das Ganze ist mit diesem Netzwerk, Deliberate Version 1.1. Die Auflösung ist die hier. Und es gibt so einen Zufallswert, den ich ja festgesetzt habe auf diese Zahl. Der wird normalerweise, wie der Name ja sagt, per Zufall bestimmt, sodass man auch, wenn man immer dieselbe Eingabe, denselben Prompt hat, dass man dann verschiedene Bilder rauskriegt. Also, wenn man jetzt exakt dasselbe Bild nochmal generieren möchte, dann braucht man exakt diesen Parametersatz. Also wirklich selbes Netz, selbe Auflösung selben Zufallszahlenwert und auch denselben Prompt und natürlich auch dieselbe Anzahl von Schritten, dann kriegt man dasselbe raus. Man kann jetzt nicht erstmal Bilder in einer kleineren Auflösung generieren lassen und äh, dass man quasi so eine Vorschau hat, dann macht man in der kleinen Auflösung guckt, aha, das Motiv gefällt mir so mit diesem Zufallszahlenwert und jetzt möchte ich dasselbe nochmal in Größe haben. Das geht nicht. Sobald wir irgendeinen Parameter ändern, ändert sich das komplette Bild. Das ist schade, aber es ist leider so. Nochmal zurück zu dem, wie das entsteht. Also, das hier ist das Bild nach fünf Schritten. Dann haben wir das nach zehn Schritten. Und es ist eigentlich ein komplett anderes Haus. Also, also es ist wirklich komplett anders. Ne? Also, die Bäume, da sind noch so Überlappungen bei. Also, dass die ähnlich gewachsen sind an ähnlichen Stellen, aber es sind auch andere Bäume. Wenn ich jetzt noch mal einen weitergehe, da ändert sich auch noch mal was. Und hier, da passiert schon weniger als vorher als Differenz. Und abschließend die 25, da ändern sich jetzt auch noch mal ein paar Dinge. Aber wenn man jetzt genau hinguckt, ähm, es ändert sich an sehr vielen Stellen noch ein bisschen was. Und das Haus, da wird nochmal ordentlich umdekoriert und da wird nochmal umgebaut. Also ähm, es, es ist keine ähm, quasi lineare Verfeinerung von Details, sondern es wird auch wirklich noch umgebaut. Und äh, wenn man das jetzt mal so gesehen hat, ähm, ist, ist das schon irgendwie anders, als ich das von, äh, am Anfang dachte, dass es so ist, dass bloß Details verfeinert werden. Lust, damit ihr das mal gesehen habt und dass ihr ein bisschen wisst, wie das Ganze entsteht. Diese 25 Schritte, das ist so ein Richtwert, der normalerweise ganz gute Resultate bringt. Aber je nachdem, welches ähm, Modell ihr dahinter habt und äh, welche Filter und sonst was, braucht ihr mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger. Es kommt immer drauf an, da müsst ihr ein bisschen rumexperimentieren. Kommen wir jetzt zu den Sachen, die gut funktionieren. Also, was eigentlich immer irgendwie gut aussieht, sind Wasser und Wasserspiegelungen. Und gut aussehen, damit meine ich, es sieht optisch irgendwie sehr nett aus, auch wenn es natürlich nicht realistisch ist. Dieser Elefant müsste eigentlich irgendeine Spiegelung im Wasser hinterlassen und nicht bloß ähm, so eine Schaum, so, 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 so eine Gischt um die Beine drumherum haben. Und äh, ja, diese, diese Lichtbrechung. Durch das Wasser, durch dieses gekräuselte Wasser, das funktioniert bei dieser Bahnmarkierung, die im Boden wahrscheinlich so gekachelt ist von dem Becken, eigentlich relativ gut und äh, das sieht schon irgendwie halbwegs stimmig aus. Wenn äh, das Motiv natürlich jetzt eher ähm, realistischer gewählt wäre, nicht Elefant im Schwimmbad, dann könnte man vielleicht, wenn man nicht so genau hinguckt, sagen: Ja, okay, gut, das ist wirklich so. Bei den Wasserspiegelungen auf der rechten Seite mit den Bäumen, da also es, es ist schon ziemlich gut. Wenn man jetzt wiederum nicht so genau hinguckt, dann würde man sagen, ja gut, oben Baum, im Wasser gespiegelter Baum, das passt schon irgendwie. Aber wenn wir jetzt mal ein bisschen genauer hingucken und äh, wirklich vergleichen, wie der Baum, der auf der Insel wächst, und die Spiegelung im Wasser aussehen, sieht man beim linken Baum sehr schön, dass das überhaupt nicht zusammengehört. Interessant dabei finde ich, dass dieses Netz gelernt, ja, ich sage einfach jetzt mal gelernt, also dass es grobe Zusammenhänge aus Bildern gelernt hat, dass es quasi weiß, was zu diesem Stichwort äh, Wasser äh, zu machen ist, dass es da so Spiegelungen gibt, dass das so zu machen ist. Und dass es so grob hinkommt mit dieser Spiegelung. Also auf der rechten Seite diese kleineren Büsche da, die finden sich ja auch in der Spiegelung wieder. Und das ist schon relativ realistisch. Das sieht schon relativ gut aus. Auf der linken Seite ist natürlich mehr Morgs dabei, aber irgendwie ist dieses... Konzept von Spiegelung da schon so grob angekommen, auch wenn es nicht physikalisch korrekt ist. Aber es sieht insgesamt irgendwie immer nett aus. Das mit dem Wasser kriegt man auch noch ein bisschen weitergetrieben. Da habe ich auch noch mal Wasser und Glas und Spiegelung ausprobiert. Also, es sieht irgendwie gut aus. Solange man jetzt nicht in Details guckt, dass jetzt das Wasser aus der Blüte da rausläuft. Sieht das irgendwie sehr, sehr, sehr ja, künstlerisch wertvoll aus? Sogar die, was sich da auf dem Tisch auf der linken Seite wiederum spiegelt, also dieses blaue Wasser, also das Glas, wo blaues Wasser drin ist, das wird ja so beschienen und auf dem Tisch selbst gibt es auch eine blaue Reflexion. Also dieses Konzept ist prinzipiell auch angekommen. Dass bei diesen Blumenvasen links und rechts die Umsetzung von äh, der Spiegelung durch das oder vielmehr das, was durch das Wasserglas durchscheint, äh, überhaupt nicht stimmt. Äh, das sieht man auch. Auf der rechten Seite habe ich das dann noch mal ein bisschen auf die Spitze getrieben. Da spiegelt irgendwie noch viel mehr. Das sieht auf den ersten Blick auch erstmal toll aus. Ähm, dabei stimmt der, der Schattenwurf natürlich nicht von dem Licht, was durch das Fenster kommt und sich auf dem Tisch einmal äh, ja, also einen Schatten wirft oder auch spiegelt oder so. Das kommt nicht wirklich hin, aber es sieht erstmal, äh, erstmal gut aus. Solange man nicht genau hinguckt. Das ist prinzipiell auch immer dieses Problem mit, ähm, mit diesen Netzen, die generieren irgendwas, was erstmal gut aussieht. Und hinterher äh, stellt man dann fest, dass es das im Detail nicht, nicht stimmt, dass da zu viele Finger sind oder vielleicht mein Arm zu viel ist oder sowas. Oder diese Details nicht stimmen. Aber es sieht erstmal gut aus, würde ich sagen. Was auch noch gut geht, sind Haare. Das sieht... Ähm, also ich, ich finde erstmal, es sieht gut aus, auch wenn es wiederum ähm, ja sehr... Ähm, ja, sagen wir mal, stylisch ist. Also ich kann mir vorstellen, dass einige Leute wirklich so rumlaufen, die für Instagram oder andere Kanäle wirklich solche Bilder machen. Und dann sehen die Haare auch wirklich so aus. Wobei, wenn wir jetzt wiederum genau hingucken, die beiden Frauen auf der linken Seite, die haben ein kleines Haarproblem. Die teilen sich im oberen Bereich, nämlich ähm, denselben Haarbereich. Also die haben da schon so ein ähm, Bad Hair, Day oder so, da muss man natürlich bei der Auswahl, wenn man solche Bilder generiert und für irgendeinen Zweck ähm, äh, ver wirklich verwenden möchte, darauf achten, dass das stimmt. Das ist wie diese 105-2-Regel, also zwei Bilder von 100, die werden wahrscheinlich irgendwas generieren, wo das insgesamt stimmt. Meine Eingabe war denn ähm, das hier. Beziehungsweise das hier, also die Eingabe ist relativ gleich. Also, ich habe hier immer Woman, also Frau, und hier hinten auch nochmal Man, also einen Mann nochmal generiert. Und äh, die Unterschiede sind hier Long Hair, Curly Hair, also langes Haar, äh, gelocktes Haar. Und ähm, da wollte ich mal einen Bart haben. Der Rest davon ist gleich geblieben. Und das Netzwerk heißt hier Cinematic Diffusion Version 1. Und äh, ja, das ist dabei rausgekommen. Sieht erstmal gut aus, solange man wiederum nicht nach Details fragt. Welche Hardware und Software benötige ich dafür? Ähm, meine Empfehlung ist aktuell wirklich eine Nvidia-Grafikkarte. Also nicht, weil ich Nvidia jetzt so äh, super lieb habe, aber weil das einfach viel besser funktioniert. Neben der Nvidia-Grafikkarte, so eine halbwegs aktuelle Gamer-Grafikkarte, braucht man auch die CUDA-Treiber. CUDA ist so eine Schnittstelle, die ähm, Berechnungen äh, auf die Grafikkarte verlagern kann, die man sonst auf der CPU ausführen müsste. Und auf der Grafikkarte lassen sich einige Algorithmen halt viel, viel schneller äh, berechnen, als wenn ich das auf der CPU machen würde. Allein weil so eine Grafikkarte sehr viele einzelne Kerne hat, die zwar sehr speziell sind, aber es gibt sehr, sehr viele. Das braucht man einmal für 3D-Spiele und Raytracing, aber man kann es eben auch für diese KI-Algorithmen verwenden. Ja, bei den Grafikkarten äh, ist es so, wenn man mehr Geld ausgibt, kriegt man eine bessere Grafikkarte. Da ist dann mehr Grafikspeicher drin. Der Berechnungschip ist natürlich dann auch irgendwie schneller und besser und toller überhaupt. Und ähm, wenn man eher was ja also bezahlbares haben möchte ich habe so ein gaming notebook da ist eine rt was ist das rtx ich glaube rtx 3060 mobile drin die hat nur 6 gigabyte vram also videospeicher das reicht bei mir bis äh, zu einer auflösung von 1024 x 768 wenn ich was generiere die Grafikkarte kann natürlich viel mehr, aber zum Berechnen von KI-Bildern, da ist bei mir so dieses Limit mit der Auflösung erreicht. Neben den Nvidia Grafikkarten kann man auch eine AMD Grafikkarte einspannen. Die haben sowas ähnliches wie CUDA, also das erfüllt quasi denselben Zweck, das heißt AMD ROCm oder wie auch immer man das auch spricht. Aber das Ganze ist nicht so optimiert jedenfalls zu dem stand den ich kenne ich habe da mal nachgelesen es gibt extra für dieses für diese oberfläche die ich demnächst auch noch mal zeigen werde gibt es eine spezielle konfigurationsanweisung für das rock m dort braucht man für die generierung von 512 x 512 pixel bildern schon 8 gb VRAM. ich denke mir das ganze wird sich noch deutlich verbessern dass man ähm, größere Bilder darauf generieren kann im selben äh, Grafikspeicher. Und äh, ja, also das ist alles im Moment sehr stark in der Entwicklungsphase. Da, da tut sich auch noch sehr viel. Also der Stand von vor einem Monat oder vor zwei Monaten kann schon komplett wieder veraltet sein und das kann alles viel, viel besser gehen. Neben den beiden großen Platzhirschen äh, kommt Intel jetzt ja auch so ein bisschen wieder in den Grafikkartensektor, das heißt den in Intel Arc. Das soll auch irgendwie damit gehen. Habe ich nicht in der Hand gehabt, habe ich nicht ausprobiert, genauso wie AMD-Grafikkarten. Wenn euch das mal interessiert, wieso ähm, sich verschiedene Grafikkarten schlagen beim Generieren mit Stable Diffusion, darum geht das Ganze hier, also das heißt Stable Diffusion, dieses Netzwerk. Und äh, darauf aufbauende Software. Kommen wir auch nochmal dazu. Dann könnt ihr bei Toms Hardware dann einfach mal nachgucken. Die haben das da ausprobiert, verschiedene Grafikkarten mal durchlaufen lassen. Und äh, ja, guckt da einfach mal nach, wenn euch das interessiert. Das hier ist jetzt dieses Gaming Notebook. Und wenn ich mir da einmal eine äh, Was ist es denn hier? Da. Ähm, wenn ich mir hier jetzt mal eine Shell hole, dann bin ich erstmal eingeloggt als mein. Testbenutzer und versuche jetzt einmal hier. Also gut. Doch so. Ah, da. Genau, also ich habe jetzt ein Debian 12 drauf und wenn ich jetzt einmal gucken möchte mit meinem N, ich glaube, das habe ich schon gemacht, NVIDIA Detect, dann sagt er mir hier, was ich für eine Grafikkarte drin habe. Ich habe hier diese, wo steht es? NVIDIA, da. Aber hier unten steht, welches Paket empfohlen wird, um diese Grafikkarte am besten zu unterstützen. Als nächstes hole ich mir jetzt Root-Rechte mit su-, gebe mein Root-Passwort ein und gucke mal, ob ich das jetzt eingefügt kriege. Ja, ich kriege eine Warnung dabei, ist auch in Ordnung. Wo ich jetzt diese Pakete nachinstallieren möchte. So, da kommt jetzt noch ein bisschen mehr dazu. Also ja gar nicht so wenig das installieren davon ging jetzt doch relativ zügig ich habe zwar nebenbei jetzt schon mal ein bisschen am video geschnitten aber es hat jetzt nicht ewig gedauert jedenfalls auf der hardware die ich dort habe damit haben wir jetzt erstmal die nvidia treiber für amd müsst ihr irgendwas anderes machen da ich es selbst nicht machen kann kann ich es euch auch nicht äh, zeigen wie das geht und nachdem wir quasi die grundlage gelegt haben brauchen wir irgendwas, damit wir diese Netzwerke, diese künstlichen neuronalen Netze auch wirklich verwenden können. Es gibt ähm, verschiedene Oberflächen. Ich würde euch empfehlen, die Stable Diffusion Web UI zu nehmen. Die ist zwar insgesamt etwas komplizierter, aber man kann sehr viele tolle Sachen damit machen. Wenn ihr komplett verwirrt seid, dann könnt ihr auch Easy Diffusion verwenden. Ähm, ja, also der Link befindet sich in den Folien, äh, könnt ihr nachgucken oder ähm, ja das ausprobieren. Aber wie gesagt, ich würde eher das hier empfehlen. Hier kopiere ich mir einfach das da rein, was dort einfach so in der Folie schon mal drin stand. Ein paar Pakete muss ich noch nachinstallieren. Das wget das ist schon vorhanden und ähm, einmal bestätigen. Ja, dann kommen noch ein paar Pakete dazu und irgendwo es auch. Da brauche ich 12,3 MB noch mal oben drauf, das ist relativ wenig im Gegensatz zu dem, was wir vorher hatten. Und das weitere Installieren, das mache ich als mein normaler Benutzer und jetzt drücke ich STG und D und dann bin ich als Root-Benutzer abgemeldet und bin jetzt wieder mein Testbenutzer. Wundert euch übrigens nicht, wenn ich so hin und wieder mal anfange zu flimmern, das ist die Sonne. Und da ich nicht weiß, wie viele halbwegs sonnige Tage es in diesem Jahr überhaupt noch gibt, ähm, wollte ich jetzt heute mal die Sonne nicht ausschließen. Aber ich denke mal, es ist soweit alles zu erkennen. Und der wichtige Teil, der befindet sich ja eh dort. Und es geht ja nicht unbedingt um mich. So viel dazu. Also, ähm, jetzt bin ich wiederum äh, mein Benutzer-Test hier. Und jetzt kann ich dort einfügen, was ich haben möchte. Mein Kommando hier, um dieses Skript runterzuladen. Und da ich in diesem Testfall hier auch nichts weiter ähm, angeben möchte, wo das installiert wird, mache ich bloß hier Bash und der Name von der Skriptdatei. Wenn das Ganze jetzt doch nach einiger Zeit durchgelaufen ist, dann öffnet sich auch sofort ein Webbrowser. Ähm, ja, in meinem Fall ist das jetzt der Firefox. Mit dieser Oberfläche, die ähm, ja diese Stable Diffusion Web UI Oberfläche ist, und das Ganze ist jetzt schon fertig eingerichtet. Und dabei kommt mit ein, ähm, ich würde sagen, eher schlechtes Netz. Also, das ist ähm, das offizielle Stable Diffusion 1.5 Netz, das macht eher hässliche Bilder ähm, und. Ähm, ja, also es macht eher hässliche Bilder, sagen wir es einfach, also nennen wir es so, wie es ist. Es gibt deutlich bessere. Aber wenn ihr ähm, einfach mal sofort damit losspielen möchtet, könnt ihr das so machen. Wir probieren es einfach mal aus. Ich habe jetzt diese Parameter genommen, die ähm, ich auch zum Generieren von diesem Bild, was ganz am Anfang war, von ähm, ja, worum es bei meinem Vortrag geht oder wie der Titel davon ist. Das ist Penguin Beautiful Fairy Tale Landscape. Also Pinguinbild mit ähm, ja, einer wunderschönen Feenlandschaft. Also so ein bisschen Fantasy-Zeugs wollte ich dabei reinhaben. Das hier ist mein positiver Prompt. Ich könnte jetzt bei Negativ auch noch was eingeben. Das habe ich in dem Fall nicht gemacht. Dann, was auch noch wichtig ist, ist hier die Anzahl dieser Sampling-Steps, also wie viele Iterationen ich haben möchte, dass ähm, dieses Bild immer so ein bisschen äh, verbessert wird. Das haben wir ja gesehen, wie das ist, also äh, wo bei diesem Haus im Wald so Bestandteile auch ausgetauscht wurden. Das haben Sie jetzt hier auf 20 festgelegt. Ich würde das jetzt erstmal so lassen. Diese Version ist der andere, die, als die ich normalerweise verwende. Meine ist ein bisschen älter, müsste ich vielleicht mal aktualisieren, um wirklich alles da reinzukriegen. Ähm, die 20 lasse ich jetzt mal bei. Dann gibt es hier noch äh, Sampling Method. Da wird jetzt hier äh, diese Variante gewählt, die beeinflusst irgendwie noch, wie diese Verfeinerung stattfindet oder so. Also damit kann man dieses Bild, was generiert wird, auch noch beeinflussen. Es gibt äh, Methoden hier, die irgendwie schneller sind oder langsamer sind oder sich eher eignen für Fotos oder sonst irgendwas. Ich würde es jetzt auch mal dabei lassen bei dem, was hier äh, so eingestellt ist. Dann haben wir hier natürlich noch die Auflösung, also Breite und Höhe 400 mal 600. Das war jetzt dieses Bild, was ich generiert habe. Und wir können jetzt mehrere ähm, Bilder generieren lassen, also bis zu 100 Stück kann man ähm, in so einem Durchrutsch generieren lassen, dann läuft das Ganze natürlich relativ lange und wir können hier bei der Batch Size auch sagen, wie viele quasi in so einem, ähm, also die werden zwar nacheinander generiert, aber die gehören schon zusammen, also wenn man das jetzt auf 8 hochdreht, würde man hinterher 800 Bilder kriegen. Und äh, diese Batch-Size, ähm, die muss man je nachdem auch so ein bisschen anpassen, was für ein Motiv man hat, wie groß die Auflösung ist, die generiert wird. Äh, auch die Stichworte zählen damit rein. Wenn man mehr Stichworte hat, braucht das auch wieder mehr Grafikspeicher. Das kann man so ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen variieren. Und wenn äh, irgendwann äh, so eine Fehlermeldung auftaucht. Der Grafikspeicher ist voll, die kommt dann normalerweise hier unten. Dann kann man auch das weiter runterdrehen. Wenn wir jetzt mal ausprobieren und wirklich bloß zwei Bilder insgesamt generieren möchten, einfach mal so einstellen. Und ähm, dann gucken wir einmal, was uns da so erwartet. Hier steht dann auch drin, wie lange das dauert. Und was, ja, genau, also wie lange das dauert und was hinterher dabei rauskommt. Zwei Bilder sind generiert worden. Damit geht das relativ zügig in der Auflösung. Größere Auflösung, längere Rechenzeit. Mehr Bilder erstellen dauert natürlich auch länger. Dann kann ich hier draufklicken und dann kriege ich nochmal hier diese beiden generierten Bilder da angezeigt und groß. Und das ist jetzt dabei rausgekommen. Was mich jetzt noch kurz irritiert hatte, war in der Version, die ich normalerweise verwende, die jetzt auch schon ja wohl wieder ein bisschen älter ist gibt es hier noch so einen ähm, Punkt, wo man anhaken kann, dass man Gesichter über ein zusätzliches Netz äh, korrigieren möchte. Das gibt es hier nicht mehr. Das ist jetzt standardmäßig wohl aktiv. Also wenn ich jetzt auf Settings gehe und hier Face Restoration, also Gesichter Wiederherstellung nehme, ist das schon mal aktiv. Denn das andere, das ergibt keine guten äh, Resultate, wenn man das nicht automatisch macht. Und darum haben sie es jetzt einfach äh, aus dem anderen Dialog komplett rausgenommen. Es ist standardmäßig aktiv, also von daher wird das, äh, ist es ein bisschen einfacher geworden. Wir hatten ja schon gesehen, dass dieses mitgelieferte Stable Diffusion 1.5 Netz nicht so toll ist. Und wo bekommt ihr jetzt bessere hier? Aus dem Internet natürlich, das ist klar. Man kriegt zum Beispiel von dem Hersteller, also Hersteller ähm, der Verein oder diese Organisation, die Stable Diffusion ähm, und weitere KI-Systeme entwickelt, trainiert ähm, direkt, also von hackingface.co. Und wenn man jetzt so ein äh, diese URL hier nimmt, und nur nach Stable Diffusion sucht, kriegt man da so einige Detze direkt runtergeladen. Also kann man kostenlos runterladen und nutzen. Daneben gibt es auch noch äh, Civitai.com, also äh, Bürgerkünstliche Intelligenz mit sehr vielen Dingen. Da muss man sich anmelden, also äh, registrieren, kann man kostenlos machen und dann kann man sehr viele von diesen Netzen runterladen und auch nutzen oder wenn man selbst äh, Netze trainiert haben sollte, kann man die dort auch wieder hochladen, um die der Allgemeinheit halt zur Verfügung zu stellen. Da gibt es üblicherweise auch Beispielbilder, so dass man sofort sieht, aha, dieses Netz kann äh, irgendwas besonders toll und äh, bei einigen von den Bildern steht auch dabei, mit welchem Prompt und mit welchen Parametern dieses Bild generiert wurde. Diese Seite ist allerdings nicht unbedingt jugendfrei, die fällt zwar standardmäßig mit so einem Filter raus, so dass man nicht unbedingt nackte Menschen sieht in den generierten Bildern, aber das ist durchaus vorhanden. Im Gegensatz zu dem, was von Hacking Face kommt, ähm, da werden auch Netze vorgestellt, aber äh, da sieht man keine nackten Menschen, auch wenn diese Netze das theoretisch alle können. Also, es können sehr viele prinzipiell. Diese Prompts bestimmen ja, was dabei rauskommt, äh, wie wir eigentlich schon mehrfach hatten. Äh, es gibt positive und negative Prompts. Und wenn ihr euch so ein bisschen inspirieren lassen möchtet, gibt es bei Hugging Face einen. Ähm, ja, so einen Satz mit verschiedenen äh, Prompts, wo ihr einfach mal gucken könnt, was da so möglich ist. Und neben diesen Angaben, die ihr machen könnt, also die könnt ihr irgendwie mit Komma trennen oder ich mache das auch manchmal mit Punkten. Ich glaube, das macht nicht so wirklich einen Unterschied. Könnt ihr auch Prioritäten für einzelne Bestandteile in eurem Prompt festlegen? Wenn ich jetzt nun möchte, dass der Pinguin sehr hoch gewichtet ist oder höher gewichtet wird als normal. Mache ich da eine runde Klammer drumherum? Schreibt er denn Penguin oder ich kann auch andere Sachen noch mit dazu packen? Und dann kommt ein Doppelpunkt und dann kommt die Wahrscheinlichkeit, also die Priorität, die ich haben möchte. Und wenn ich jetzt 1,5 nehme, dann wird die Wahrscheinlichkeit, die normalerweise immer 1 beträgt, um 50% angehoben. Also ich kann ja auch größere Werte reinschreiben, aber das sollte man eher behutsam machen, nicht irgendwie sowas wie 100 reinschreiben oder so, dann kriegt man bloß ja sowas wie so ein Schneegestöber oder so Nebel, äh, damit kann äh, das Netz nicht umgehen. Also relativ behutsam diese Parameter anpassen, einfach mal ausprobieren. Denn wenn ihr äh, ein, also in eurem positiven Prompt irgendwas angeht, was ihr hundertprozentig drin haben wollt, und dieses blöde Netz generiert alles Mögliche, aber nicht, nicht dieses eine, was euch wichtig ist, dann probiert das mal mit der Anhebung von der Priorität, damit es auch wirklich vorkommt. Nach diesen eher grundlegenden Dingen, ähm, was geht denn noch? Auch mit eher moderaten Hardwareanforderungen ähm, könnt ihr zusätzliche Dinge noch machen, um die Bilder anzupassen, die generiert werden. Da gibt es eine Technik, die In-Painting heißt. Also ihr lasst in ein vorhandenes Bild neue Dinge reinmalen, bzw. natürlich generieren, wo. Ähm, ja, ihr irgendwie ein Objekt mit reinsetzen könnt, was in dem Ursprungsbild nicht drin ist. Das könnt ihr entweder mit den Bildern machen, die in einer vorigen Runde schon generiert wurden, oder ihr könnt da wohl auch irgendwo ein Foto hochladen, direkt über die Oberfläche und da was reingenerieren lassen. Das Netze mischen, das hatte ich ja schon mal angerissen, das gucken wir uns gleich auch noch mal kurz an. Fangen wir mal mit dem Inpainting an. Also hier sind ja unsere generierten Bilder und ich kann mir jetzt hier eins aussuchen oder beide nehmen, wenn ich jetzt das hier mal nehme, dann kann ich hier unten drauf klicken und da steht sowas äh, Send Image in Generation Parameters to IMG to IMG Tab. Das mache ich hier. Jetzt ist dieses Bild weitergerutscht in den anderen Bereich, also IMG to IMG, also Bild zu Bild Transformation und äh, vorher waren wir hier drin, also Text zu Bild. Und da haben wir es in voller Schönheit. Und dann klicke ich hier unten drauf in Paint Sketch. Und da haben wir es einmal. Und jetzt kann ich hier mit diesem weißen Dings Bereiche markieren, die ich nicht haben möchte. Also dieser Pinguin oder diese Pinguin-Elfe da, die fand ich irgendwie so ein bisschen suspekt. Wenn ich da jetzt einfach mal so drüber gehe, da ist also auch noch ein bisschen. Also man muss das auch nicht so exakt machen, aber je nachdem, was man da rein generieren möchte, macht man das mehr oder weniger schön. So, und jetzt kann ich hier unten noch auswählen, was ich machen möchte. Ich möchte an den Stellen reinmalen lassen oder generieren lassen, die ich jetzt maskiert habe. Und dann kann ich hier noch äh, sagen, original oder... Ja, habe ich auch mal ein bisschen mit rumgespielt mit diesen einzelnen Parametern. Äh, damit kann man das Ganze noch deutlich beeinflussen. Viele von diesen äh, Parametern haben wir schon gesehen, aber es kommen auch noch neue mit dazu. Da müsst ihr einfach mal mit rumspielen, wenn ihr das machen möchtet. Und jetzt habe ich hier oben auch wiederum so ein Prompt. Und wenn ich jetzt. Ähm, oder ich, ich mache jetzt einfach mal. Ähm, Glaube, so ist das. Also, das wäre jetzt die Möwe auf Englisch. Und jetzt lasse ich da mal was generieren. Mal schauen, ob da jetzt eine schöne Möwe reinkommt. Das sieht dann so aus. Naja, prinzipiell möwenartig schon, aber mh. wiederum dieses mit ähm, 100 generieren. Fünf sind so okay und von diesen okay gibt es zwei, die wirklich gut sind. Das ist hier genauso. Und wenn ich das jetzt nochmal ein bisschen hochdrehe und... Ach, oh, ich sag mal fünf. Dann haben wir insgesamt nachher zehn Bilder. Generiere ich einfach mal. Vielleicht ist bei diesen zehn ja schon irgendwas halbwegs Brauchbares mit bei. Mal gucken. Kann aber auch daneben gehen. Eventuell muss ich auch diesen den ich hier maskiert habe, auch so ein bisschen größer wählen, damit an die Stelle auch eine Möwe besser reinpasst. Allein von der Form her. Vorher war es ja dieses äh, eher verunglückte mit Pinguin und Fee und äh, ja, vielleicht gibt es da noch was Schöneres. Aber ähm, einfach ausprobieren, das ist äh, auch ein, also nicht nur für das Programm selbst, sondern auch für euch so ein iterativer Prozess. Das sieht ja schon halbwegs ordentlich aus. Ja gut, im Detail, ne? von dem Inpainting zur nächsten Möglichkeit, die relativ einfach noch ist. Da haben wir den Checkpoint Merger, da können wir mehrere Netze zusammenpacken. Ich wähle jetzt hier, äh, ich habe bloß zwei Netze, also von daher nehme ich einmal dieses Stable Diffusion 1.5 Netzwerk, das aus. Und als zweites möchte ich mein Deliberate dazu haben. Und dann kann ich noch hier festlegen, ähm, wie, äh, also wie jetzt der, die Gewichtung zwischen den einzelnen Netzen ist. Und ähm, das bezieht sich jetzt aktuell auf drei Netze. Und ich habe bloß zwei hier vorgegeben. Und 0,3 fürs erste finde ich ganz okay. Also dieses Stable Diffusion Netz, was da drin ist. Ist nicht so toll, aber vielleicht hat es ein paar Eigenschaften, die, die es Liberate Version 2 Netz noch ergänzt, damit es insgesamt besser ist. Jetzt können wir noch einen Namen festlegen. Ich nenne das einfach mal Kombi. Und dann sage ich hier unten Merge. Dann dauert das ein bisschen, aber wir sind da jetzt schon fertig. Also mit Trainieren von so einem Netz, da sind wir mit eher mit Tagen dabei, selbst wenn wir es irgendwo kaufen. Und nachdem wir das gemacht haben, taucht es hier oben auch gleich auf. Wenn ich jetzt nochmal mein ursprüngliches hier probiere und das Kombinetz auswähle, dann wird das wieder geladen, dauert auch wieder, geht aber doch relativ zügig. Und wenn ich jetzt hier nochmal zwei Stück generieren lasse, mal gucken, was aus diesem Kombinetz hinterher rausfällt. Boah. Also jetzt also mal ein Groß, Das vereint jetzt ja Eigenschaften von diesen beiden Netzen, ähm, diese also ein, ein, einiges, Also ich finde es jetzt gar nicht so schlecht. Auch ähm, Ja gut, das hier keine Ahnung, was das sein soll, aber irgendwie, also es hat schon was. Und je nachdem, welche Netze man miteinander kombiniert, können da ganz interessante neue Dinge bei rauskommen. Zum Thema Hypernetworks, da habe ich auch schon mal was vorbereitet. Da habe ich mir hier bei äh, dem Download Hypernetwork zwei verschiedene Sachen runtergeladen. Einmal so ein äh, Stil für Herbst und für Winter. Die verschiebe ich dann auch gleich einmal an den richtigen Ort. Äh, Mode und dieses Mal Hypernetworks klein. So, da habe ich jetzt meine Pickel-Tensor-Dateien drin und wenn ich jetzt hier drauf gehe, einmal refresh mache, dann habe ich die beiden auch da drin und die kann ich jetzt aktivieren. Also klicke ich bloß ja drauf und dann steht das da oben drin als zusätzlicher Teil von meinem Prompt. Kann ich natürlich auch... Bahn zu so reinschreiben oder ich klicke das hier an dann generieren wir noch mal was neues mal gucken was da jetzt so herbstmäßiges bei rausfällt also ich finde der herbst ist ein bisschen frostig also so, so, so richtig herbstlich ist es nicht aber es hat sich schon deutlich verändert im gegensatz zu dem was wir vorher hatten also über diese Hypernetworks, die ihr auch runterladen könnt, könnt ihr wirklich den Bildeindruck nochmal sehr, ähm, sehr stark anpassen mit diesen Stildingen. Also es gibt Netze, die wirklich diese Stile machen oder auch zusätzliche Objekte wie den Panda, den ich äh, wahrscheinlich schon mehrfach erwähnt habe, den mit einbetten. Das geht darüber. Dann noch so ein paar Tipps dazu, wenn ihr wirklich wenig Videospeicher habt, also Grafikspeicher, dann könnt ihr diese Web UI Oberfläche mit diesem Parameter hier starten. Dann wird äh, der Grafikspeicher irgendwie anders eingeteilt. Also bei mir hat es geholfen, dann konnte ich größere Auflösungen äh, berechnen lassen. Oder falls das nicht klappt, dann reduziert die Auflösung. Äh, da könnt ihr euch rantasten und quasi das Optimum rausholen, was eure Grafikkarte zulässt. Bei mir sind das mit 6 GB äh, Videospeicher eben diese 1024x768. Und die Länge des Prompts bestimmt auch, wie viel Speicher gebraucht wird. Also kürzer braucht theoretisch weniger. Und äh, dieses Hochskalieren hinterher, das braucht auch nochmal wieder Speicher. Dann die Batchgröße, wählt hier einfach kleiner, wenn das nicht passt. Oder ihr könnt auch ein kleineres Basisnetz verwenden. Also wenn jetzt hier ähm, ihr so ein 4GB Netz runterladet, äh, womit das irgendwie nicht funktioniert mit eurem Grafikspeicher, dann könnt ihr auch ein kleineres nehmen, wie die Deliberate äh, Version 2. Das sind jetzt plus noch 2GB. Das 1, waren glaube ich noch 4. Und wenn ihr zusätzliche Funktionen aktiviert, also wie äh, die Hypernetworks oder Textual Inversions, die brauchen auch wieder Speicher. Also jedes kleine bisschen an Qualität, Zusatzfunktion braucht nun mal Speicher. Und beim Training, da müsst ihr das nehmen, was bei euch reinpasst. Bei mir ist es jetzt das hier. Wenn ihr mehr Speicher habt, könnt ihr eine größere Auflösung verwenden. Wenn ihr weniger habt, weniger. Das Thema KI. Ähm, begleiten mich jetzt schon so ein bisschen länger. Da gibt es verschiedene Videos und äh, Livestreams von und mit mir. Da könnt ihr ja einfach mal gucken. Ja, damit sind wir auch schon am Ende dieses Mal. Äh, natürlich weiterhin viel Spaß bei den Kilo Open Source und Linux Tagen, wenn sie noch laufen sollten. Und äh, natürlich abonniert meinen Kanal. Alle Informationen zu dieser Folge, zu diesem Video, also die Folien, die ich gezeigt habe. Äh, gibt es unter weisheit.goshabermann.de? Da gibt es aber auch noch viel, viel mehr zu weiteren Projekten, die ich äh, zum einen beruflich mache und äh, auch privat Dinge, die mich einfach so interessieren. Und das Ganze ist der Linux- und Open-Source-Bereich. Ähm, und äh, ja, guckt einfach mal vorbei. Abonniert mich vielleicht bei YouTube oder bei Peertube. Und ansonsten macht es gut und äh, bis zum nächsten Mal. Und äh, tschüss.